Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Jetzt mit Level 10. Haben wir ein Set Level 10, 9 komplett übersprungen. So muss sein. Was auch immer Boote ist. Fahrt vorsichtig. Von Ort. Biege nach links. So, demnächst rechts abbiegen. Und erstmal schön Radio an. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Medium. Fotomodus. Hä? Der LKW sieht voll schräg aus. Stimmt, wie schräg? Ja. Ist voll schräg, warum das? Ach, die gesamte Gegend hier ist. Achso, ich bin auf dem Gefälle. Ja, ist okay. Das macht Sinn. Wo ist es? Doch, da. Das ist nicht so. Immer geradeaus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Gott, die Mission schaffen wir voll in einer Folge. Bitte links halten. Gut. Doch eine sehr kleine Mission? Bitte links halten. Okay.
Aber man merkt sofort, dass wir weniger Last auf der Achse haben. Der LKW beschleunigt jetzt viel besser. Ich meine, wir haben jetzt fast 25 Tonnen. Ja, nicht mal. Knapp über 20 Tonnen. Also zumindest, wie gesagt, so in meinem Kopf, Gehirnüberschlagung. Es ist halt Pfund zu Kilo 1 zu 2. Ich glaube, es ist etwas, also nicht ganz genau 1 zu 2. Oder ist es? Doch, war genau 1 zu 2, oder? Eben. Ein Pfund sind ja 500 Gramm. Warum ist der Feuerwehrwagen so langsam? Warum sind eigentlich immer diese Kameras so scheiße eingestellt? Die Rückspiegel meine ich doch. Bei dem rechten Rückspiegel siehst du mal die gesamten Auflieger. Und beim linken Rückspiegel siehst du halt gar nichts vom LKW. Ja, aber man sieht doch den Auflieger. Der Sandmann war schon bei mir, ey. Na, ich meine, es wird heute nicht mehr so verregnet wie gestern, aber irgendwie war die Sonne auch nur ganz kurz draußen. Du wirst ja gar nicht richtig wach. Ich muss mir übrigens noch überlegen, ich hatte ja vor ein paar Folgen gesagt, dass bei ATS und ETS, wahrscheinlich mit der nächsten Version, Fahrstuhl hinzukommt. Also mit der 1,52. Ich bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz schlüssig, ob wir dieses Fahrschulprojekt innerhalb dieses Let's Plays machen oder ob ich dafür nochmal ein extra Let's Play mache. Fällt mir gerade mal so ein. Weil eben, ich gehe mich jetzt einfach davon aus, dass ich es einfach innerhalb dieses Let's Plays mache. Aber da muss ich mal gucken. Demnächst rechts abbiegen. Wie eigenständig das Ding ist. Weil ich in den Livestreams, die SCS-Software gemacht hat, hieß es wohl, dass die LKWs, also dass die Einstellungen aus dem Let's Play, also aus dem normalen Spiel, mit übernommen werden. Aber ist ja trotzdem relativ eigenständig, oder? Immer geradeaus. Von daher würde sich jetzt eigentlich ein eigenständiges Let's Play dafür schon fast lohnen.
Ich habe dann nur Angst, dass wenn sich dann doch irgendwas auch im Hauptspiel dadurch verändert, ne, also irgendwelche XP dazu bekommst oder sowas, dass wir dann quasi im Let's Play, also aus Sicht des Let's Plays, auf einmal Sprung haben. Von einer Folge zur nächsten. Als wir in einer Folge Level 14 waren und auf einmal in der nächsten Folge ja, Level 16 sind oder sowas. Ich meine, klar, ich kann einfach sagen, ja, war, weil wir in einem separaten Let's Play Fahrschule gemacht haben. Aber irgendwie ist es doch blöd. Ich glaube, ich mache es einfach im Rahmen des normalen, also hier innerhalb des normalen Let's Plays als normale Folgen. Oder mach's nicht, mach einzeln. Ich bin so unschlüssig gerade. Roadwork ahead. Warum bremst ihr so? Oh mein Gott! Aua! Verdammt! In meinem Kopf war es viel cooler. Gut, wenn ich nicht angeditcht wäre, wäre es auch cooler gewesen, aber der Ditch war da nicht vorhanden. Normale Menschen hätten einfach gebremst, so. Was mich wieder zurück auf das Thema der Fahrschule bringt. Vor allen Dingen bin ich so dankbar, also so froh darüber, dass wohl die Fahrschule bei weitem nicht so arcade-mäßig sein soll wie Skyner Talk Driving Simulator. Weil ne, bei Skyner Talk Driving Simulator hattest du immer Zeitdruck und ja, du musst es halt schnell machen. Alter, ich dachte schon. Ja, aber bei der Fahrschule, die jetzt neu dazukommen soll, ATS und ETS, da soll wohl Zeit überhaupt keine Rolle spielen. Da kannst du so langsam und so machen, wie es halt, ne, wie du halt brauchst. Wie halt bei einer echten Fahrschule auch so, ne? Sicherheit ist das Wichtigste, warum bremse ich nicht? Digga! Da war ich wieder sehr verzögert. Ja. Das heißt, man kann sich wie bei der echten Fahrschule halt Zeit lassen. Was ich persönlich schon ganz praktisch finde. Fahrt doch mal, Leute. Steht da mit auf der Fahrbahn? Setzt mich vor? Ja. Schöne Gegend hier. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus.
immer geradeaus. Oder wie die coolen LKWs haben. Es gab ja, ich weiß nicht mehr, wo, also ich habe irgendwo mal mein Baustellenfahrzeug gesehen, da waren die Scheibenwischer von der Seite, also da hattest du, ja, da waren die halt seitlich montiert. Was schon sehr abstrakt aussah. Waren aber auch nicht so eine wie hier, dass sie so komplett seitlich gehen, sondern eher so, wie du halt von deutschen Linienbussen kennst, dass sie quasi, dass du halt zwei Arme hast und sich die Scheibenwischer nicht bewegen dabei. Also, dass sie halt selber halt statisch bleiben und sich halt so bewegen, nur halt von oben nach unten. So sah es dann quasi aus. Das sah schon sehr interessant aus. Oh, da ist ein Baum. Gut, nicht ein Baum, aber hier, weißt du, ein Holzmast. Ja, auf jeden Fall sah schon sehr, sehr, sehr interessant aus. Ich weiß leider gar nicht mehr, was das für ein Baufahrzeug war. Ist doch schon eine Arschweile her. Vielleicht denke ich mir so gerade einfach nur aus. Ich weiß gar nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, sowas mal gesehen zu haben. Oder was, ein Foto irgendwo? Na, keine Ahnung. Oder hinten kommt eine Kurve. Was ist hier übrigens? Und das Gefährlichste ist natürlich, wenn du in der Kurve fährst und dann in der Kurve noch bremsen musst, weil die Idioten vor dir auch bremsen. Oder langsamer sind als du selber. Ja, wie ich mal erklärt hatte, in der Kurve rollen, na, ist halt so normal, so, da rollst du halt. Wenn du antreibst, und du relativ schweren LKW hast, dann ziehst du quasi die Auflieger ja rein. Deswegen hast du in der Regel, wenn du in der Kurve antreibst, eine bessere Führung, da ist rot. Das Schlimmste, was du aber machen kannst, ist bremsen. Was? Well? fuck. Hinter mir sind auch welche. Weil wenn du halt bremst und der Auflieger nicht stärker bremst als du, dann bremst du quasi den Auflieger mit deiner Achse, also halt mit der Kupplung runter und drückst den Auflieger dabei aber dann quasi dadurch nach draußen. Jetzt fahr doch mal. Danke. Wollte ich gerade schon wegschieben. Hey. Geradeaus. Oh, das ist ein Fragezeichen. Kriegen wir das? Dann fahren wir hier auf die rechte Spur rauf. Achso, ist eben eine Werkstatt. Also eine Firma. Müssen wir mal gucken, welche Firmen wir eigentlich schon alles haben. Mal eine ganz gute Frage. Fightliner. Oh, okay. Wichtigste ist ja eigentlich Peterbilt und International. Hatten wir auch ein paar immer. Aber ansonsten halt eben Peterbilt und Gott, jetzt eine andere jetzt. Ist dumm. Kennen wir's. Das ist ja so über den wichtigsten. Und warum bleibst du da hinten stehen? Was ist los mit dir? Ist mein Auflieger zu breit oder was? Oh, Alter! Da vorne zucken die Autos rum.
Der Graue gerade eben. Der hat gerade ganz interessante Manövers gemacht. Der kommt wohl von der Militärschule. Also nicht so rabiat, Junge. Vor allem, wenn du gerade mal gelb hast. Beruhig dich mal. Reflex wie ein King. Warte mal, was machen die? Ah, ich hab dich gesehen, Junge. Ja, fahr mal schön weg hier. Für das Gebiet hier. Immer geradeaus. Was ist das eigentlich für ein LKW? Ist das so ein Wohnraum? Also ist das da hinten so ein Wohnwagen-Ding, wo halt Leute rein können? Weil es sieht aus wie so ein Fenster da links. Bei dem. Hat schon ein bisschen was von einem Wohnwagen. I'm not gonna lie. Oh, Züge. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, ich sag kein Ende. Oh! Da sieht auch sehr geil aus. No, I'm not gonna lie. Na gut, das hat ja. Da dachte ich mal, ich springe mal schnell aus dem LKW raus und mache mal ein paar Aufnahmen, aber. Pff, Zug ist doof. Biege nach rechts ab. Wir machen die mal nach. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Oh. Sehr geiles Lied. Links abbiegen.
dann soll es mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Achso, halt. Anfang rein. Sehen wir uns in der nächsten Folge denn dann wieder. Ja. Bis dann.